Es kam, wollen wir da mal kurz reingucken? Jetzt kam Gameplay zu Resident Evil 4. Und auch irgendwie sah das offizieller aus als die Kacke, die wir uns angeguckt haben. Es kam jetzt Resident Evil. Und irgendwie finde ich, ich weiß nicht. Hier, Game Informer. Ich habe hier mal reingeguckt, die labern hier so drüber. Und ich weiß, also. Es ist sehr dunkel, was ich eigentlich cool finde, weil dadurch kann es halt gruselig werden. Geil, ich sehe alles in 480p, danke Telekom. Ich meine, es sieht schon gut aus, aber irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Oder bin ich da alleine? Irgendwie sieht es nicht so. Es sieht nicht so clean aus wie die anderen Resident Evil-Teile. Es sieht irgendwie fast schon so fanmäßig aus. So. Ich meine, es sieht irgendwie gut aus, aber ja, weird irgendwie, ne? Es sieht gut aus, aber irgendwie auch. Ashley hat keinen Rock mehr. Man kann ja nicht mehr unter den Rock gucken. Das ist einfach Betrug von Capcom. Hoffe, die haben die Escort-Mission besser gemacht. Ja, das hoffe ich auch. Ja, mal gleich hier, gleich, hier greifen gleich Gegner an und dann wird Ashley auch direkt gepackt. So. Die Grafik ist meh, dadurch, dass ich viel. Ja, okay. Habe ich ja im letzten Stream schon gesagt. Ja, genau. Aber da war ich mir nicht ganz sicher, weil das sah irgendwie so inoffiziell aus. Eher so wie Leaks und so. Das sieht jetzt mehr aus wie offizielles Gameplay. So. Weißt du, was ich meine? Was die auch zeigen wollten. So. I don't know. Zu sehr grufti, ja. Ich meine, auf YouTube kommt das eh nie rüber, wie das Game dann. Aber. Weiß ich nicht. Mal gucken. Irgendwie gibt mir dieses Gameplay. Es ist viel zu dunkel. Es ist irgendwie viel zu dunkel. Also es sieht halt nicht so aus, als wäre es für Dunkelheit gemacht, so wie Dead Space, sondern es sieht so aus, als wäre es einfach. Als hätte man einfach so die Kontraste irgendwie so runtergeballert oder so. Keine Ahnung. Kein Rock, kein Game of the Year. Also irgendwie macht mir das so ein bisschen Angst. Was aber sick aussieht, sind halt die Zombies und so. Also die Infizierten hier. Die Villager und so. Die sehen halt krass aus. Weil die so normal aussehen, so gruselig, ist das irgendwie gruseliger, als wenn das so Zombies wären. Ja, diese Tentakel-Dinger, ne? Oder was auch immer das ist. Digga, ich fand, die sehen schon im Original so scheiße aus. Und die haben die einfach hier mit reingenommen, Junge. Ashley und Rose zusammen, 32. Weiß ich nicht, ob man so rechnen sollte. Oh, Digga, ja. Die gab es doch auch in Resi 5. Ich hab Teil 4, 5 und 6 habe ich nicht gespielt. Ich kam mit Resident Evil Revelations kam ich ins mit Revelations kam ich rein und dann halt Resi 7 und dann Remake von 2 und so. Ich bin relativ neu bei Resident Evil und bisher liebe ich jedes Game. Deswegen ist Resident Evil hat sich echt bei mir hat direkt ins Herz geschossen. Das ist krass. Denn sie sind schon 18. Resi 4 besser Teil, höre ich von so vielen. Ich habe das Original, habe ich gespielt, bis man zu Ashley kommt. Und dann kamen einfach wieder andere Spiele dazwischen. Und dann dachte ich mir so, ja, nee, komm, dann warte ich einfach, bis das Remake rauskommt. Eigentlich wollte ich das Original zocken und dann ein Video dazu hauen, bevor das Remake rauskommt. Aber ich dachte mir so, ganz ehrlich, irgendwie habe ich keinen Bock, das Game zweimal durchzuspielen. Dann warte ich einfach, bis das Remake kommt. Sie sind nicht mehr 12, sie sind über 18. Deswegen gibt's mein Gehock. Resident Evil 1 Remake muss her. So nämlich. Denn ich habe das Remake gezockt und ich mag die Tanksteuerung nicht. Ich mag das nicht. Ich will, aber das Setting von Resident Evil 1 ist halt so awesome. Ich will davon ein Remake. Ich will von dem Remake ein Remake. Aber ein wirkliches Remake. Wie 2 Remake. Wie ist schon. Das Original ist schlecht gealtert. Ja, das ist halt. Also, was mich da abgeschreckt hat, es weiterzuspielen, ist halt einfach die Steuerung. Dass du halt mit dem linken Stick auch zielst, wenn du zielst, weißt du? Das ist einfach, ja. Rip an alle, die Lara, Sarah und Tamara heißen. Ja, es ist wirklich. Lara, Sarah und Tamara. Der Merchant im. Alter, ja, das lese ich nicht vor. Das habe ich eben schon gelesen und das lese ich nicht vor. Ja, aber es sieht so dunkel aus. Sieht so dunkel aus. Oh, was ist das denn, Digga? Oha! Ich nach dem Aufstehen, Junge. Digga, aber es sieht halt so. Es.
Ich glaube, manche mögen halt nicht, dass so viele Games einfach geremaked werden, aber ich finde das eigentlich ziemlich geil, weil, ich weiß nicht, viele Games wurden einfach, ich meine, gut, bei Resident Evil geht das so, aber bei, ich finde, bei Dead Space merkt dass man so ein bisschen, es wurde so ein bisschen, Dead Space war in vielen Bereichen irgendwie so seiner Zeit voraus und die Technik hat das irgendwie so zurückgehalten, weil jetzt, wie Dead Space jetzt aussieht, so hätte es, das ist halt Dead Space so, und bei Resident Evil auch so ein bisschen. Aber ich glaube, manche haben auch irgendwie so das Gefühl, dass der Charme dann verloren geht, ne? Was, Bruder? Denn meine Puffmutter heißt Laila, sie ist schöner Junge Gaila. Oh, alles klar. Danke dir, ja. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Ashley wird nicht mehr so nervig sein wie im Original, oder? Irgendwie habe ich das so... Durch Remakes wird es auch für neue Generationen gemütlich, immer die einzusteigen. Genau, so ist das nämlich. Weil niemand würde, viele sind von der Grafik, und das kann ich auch verstehen, sind von der Grafik einfach abgeschreckt. So, weil zum Beispiel, ne, zum Beispiel bei mir ist, ich würde gern Metal Gear Solid spielen. Aber ich will mit dem ersten Teil anfangen. Aber ich will kein PS1-Spiel spielen. Und deswegen will ich ein Remake, dass ich die Story mit modernen Gameplay erleben kann. So, bumm. True, würde es Resi 4 Remake gar nicht so geben, würde ich es auch nicht spielen. Genau, eben! Ja, so! Gäbe es kein Resident Evil 2 Remake, dann hätte ich Resident Evil 2 nicht gespielt. So, bei so alten Games ist das Problem nicht nur die Grafik, sondern auch eine veraltete Steuerung. Genau, das ist es halt. Das ist ja mein Problem bei den meisten Spielen. Die Grafik von Metal Gear Solid ist ja mir egal. Es geht mir halt nur, das Gameplay ist halt einfach nicht mehr aktuell. So. Das ist halt so das Ding, ne? Und das ist ja auch genau das, was mich bei Resident Evil 4 gestört hat. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt halt ein Remake rauskommt. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich dann entscheiden muss zwischen einem Dead Space Remake und einem neuen Spiel wie Callisto, dann ist so, ja, es ist cool, dass Callisto was Neues ist, aber Dead Space ist halt besser. So, irgendwie, ja. Das heißt nicht, dass nicht nur Remakes kommen sollen, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich... Es kommen dann sehr viele Remakes, aber ich finde, die meisten Remakes sind halt sehr gut und ja, keine Ahnung. Bin bei Metal Gear so raus, da gibt es viel zu viel, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Muss man nicht einfach nur die Hauptreihe spielen? Gibt's da Spin-Offs und muss man die auch zocken? Kingdom Hearts? Shit. Ich dachte, man muss einfach Teil 1, 2, 3, 4 spielen. Okay, diese Sachen sammeln gibt's auch noch. Ja, ich freue mich drauf. Ich hab da sehr viel Bock drauf.